So, ja, ich spule mal ein bisschen vor. Ja, ich habe gesehen, es gibt zwei Artis, jede Menge, ja, Med und Autoloader. Und ich schreibe unten links den Leuten Full Push Right Side. Ja, hier. 10 Panzer, Full Push, Right Side. Okay. Sprich, zwei Artis steffen, ich steffe und dann vielleicht noch zwei andere Panzer. Und 10 Panzer sollen rechts pushen, Full Push. Unter Full Push verstehe ich, dass sie dann mit 10 Mann da richtig reinbrettern. Und nicht, dass die da rumgammeln oder sonstiges. Da es zwei Artis gibt, suche ich mir da vorne so ein Artis-safes Plätzchen, nämlich ein Haus. Somit können die zwei Artis mir keine HPs ziehen oder kaum, weil das muss ja nicht sein. Ich habe ja meine Panzerung, damit ich ein paar Abpraller habe und ein bisschen was aushalte und nicht, dass mir die Artis von oben da meine komplette Panzerung runterschießen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Dieser STI, ich weiß nicht warum der da jetzt so weit vorgefahren ist, war vollkommen unnötig, weil der da vorne dann einfach nur aufgeraucht wird. Ah, der AMX-50B hatte Glück gehabt. Den hätte ich jetzt beinahe in den Kopf geschossen. So, mal ein bisschen pingen, dass die Leute auch alarmiert sind, dass hier Full Push ist. Die sollen sich mal da drüben beeilen. Ich meine, ich schicke nicht umsonst 10 Panzer nach da drüben, damit die da jetzt irgendwie. Hier, ich rufe den hier die ganze Zeit zurück, deswegen zeige ich mit meinem Rohr auf seinen Panzer und drück nach rechts. Das bedeutet Kommando zurück. Könnt ihr jetzt nicht sehen im Replay. Ey, guckt euch mal die rechte Flank, also rechts, ne, das ist unfassbar. Ja. AMX-50B hat schon ordentlich gefressen. Und unser STI da vorne ist schon halb tot. Was zur Hölle machst du da vorne, Alter? Hat doch von dir keiner verlangt, da hinzufahren. Ah. Jetzt stehe ich hier alleine auf weiter Flur. Jetzt guckt euch mal um. Jetzt muss ich hier das alleine regeln. Ich habe jetzt nur noch die zwei Artis als Support. Alles andere ist da drüben, weil STI und der T54R1 sich hier aufbrauchen lassen haben. Und warum die da drüben so lange brauchen, fragt mich nicht. Wundert euch nicht, ich schieße viel HE, weil aus Erfahrung man prallt so oft an irgendwelchen Ketten ab oder der Schuss bleibt an den Ketten hängen oder was auch immer. Also das ist echt teilweise witzlos. So, komm, nimm den Hosenscheißer da mal raus, ey. Ich weiß jetzt nicht, warum der E100 von denen nicht geschossen hat. Da fragst du mich ein bisschen zu viel. Aber gut für mich. Der hat doch eine Markierung auf seiner Kanone, also ein bisschen was muss er doch können. Ja, super, jetzt hat er mir meinen Turm da zerschossen und jetzt kann ich meinen Turm erstmal eine Weile nicht bewegen. Ich wollte mein Repair Kit auch nicht verbrauchen, weil manchmal hast du dann Motorschaden oder sonst irgendwas da. Ja, korrekt, die eigenen Leute schießen einen ab, ey, geil, Mann. Turm dreht wieder. Aber sei vorsichtig damit. 922 mit HE für den Waffenträger auf TZ. Paar Abpraller vom E100, schön Turm angeschrägt. Also, ich halte E100 und töte gleichzeitig Waffenträger PZ und mach Spot Damage und halt die Base. Zack, die Bohne. Mach's gut, Kollege. Aus die Maus. So, Base geregelt. Und die Gammler hier, Alter, die sind immer noch am Gammeln. Und der E100, Alter,
E100. Was zur Hölle machst du da drüben? Du gehörst hier Base Dev, Kollege. Kollege. Du nix geh rechts. Du nix geh da. Nix gut. E100 links. Defend. Medium und 8er, 9er gehen rechts. Ja, aber du nix. Du nix geh rechts. Du nix gut. Ja, ich glaube, das wär's dann gewesen. Ich glaube, da komme ich zu nichts mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding haben wir geschaukelt, gewonnen. Ja. Ich liebe mein E100. Haut rein, bis später. Abonniert meinen Hauptkanal, Akko, The Persian Killer. Links in der Beschreibung. Haut rein, ciao.